Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Knights and Dragons German. Ich locke mich jetzt das erste Mal ein, seitdem es den neuen Boss gibt. Bin mal gespannt, ob das alles so funktioniert. Und möchte mit euch jetzt gerade mal von Anfang an den Boss ein paar Mal hauen, damit wir vielleicht auch sogar auf die erste Gewinnstufe kommen. Auf meinem Handy habe ich natürlich schon ein bisschen gegen ihn gekämpft und muss sagen, ich bin sehr, sehr froh drüber, dass der letzte ein Mono-Erdboss war und der ist jetzt ein Mono-Spirit, was ja die Wahrscheinlichkeit ergibt, wenn man diese beiden Rüstungen verfusionieren würde, tun täte, dass es dann eventuell eine schöne, wie nennt sie sich, Druidik Epic rauskommt. Auf dem PC habe ich es leider nicht geschafft, sie zweimal herzustellen, die letzte Rüstung, leider. Und wir müssen jetzt auch mal gucken. Gut, gehen wir erstmal dahin. Also, hier bis 15 kennen wir ja. Das normale Spielchen, ab 43 kann man sie zweimal craften. Und von den Werten her, geht über 3000 in der Quersumme, aber was soll's. Gut, fangen wir einfach mal an. Nehmen natürlich hier alles raus, was nicht wirklich nötig ist. Ändern hier mal in Feuer. Gut, dann... Da ist der Krampusmantel noch im Augenblick besser als die Forgestone. Und weiter geht's. Ja, für jetzt wird's erstmal so reichen. Später habe ich hoffentlich die Forgestone noch weiter oben, beziehungsweise mal gucken, was so das Fusionieren bringt, weil ich werde nach dieser Aufnahme noch eine Aufnahme machen mit Fusionen und Leveln und überhaupt. So. Rüstung kombinieren, Rüstung verbessern. Kann das nämlich im Hintergrund schon mal laufen. Nehmen wir mal sie hier, damit die Rüstungen einfach im Hintergrund produziert werden, während ich hier aufnehme, damit man da auch mal vorwärts kommt. Okay, raus hier, ja, super. Sollte kein Angeben sein. Okay, so, da sind wir. Also, was wollten wir machen? Wir wollten hier noch ein paar Rüstungen machen. Ich glaube nur noch eine, genau. Okay. Ja. Oh. Rein rechnerisch dachte ich, ich hätte noch 2-3 Stunden. Aber gut, ich war heute Nacht das letzte Mal dran. Hätte man besser gucken müssen. Machen wir erstmal was anderes. So, und jetzt... Ab geht's zum... Ja! Ab geht's zum Fighten. Ja, warum ich das beim letzten Mal nicht geschafft habe, hier auf dem PC, liegt auf der Hand. Ich war im Urlaub, hatte da auch das Problem, dass ich mir zwar so einen tollen Internetzugang geleistet habe, aber dass ich da halt nicht verschiedene Geräte gleichzeitig einloggen konnte. Und wenn ich dann zum Beispiel mit dem Tablet drinne war, ging halt PC und Handy nicht und so weiter... Und fand ich alles ein bisschen mühselig, da immer hin und her zu schalten und habe mir halt zumindest in diesem Bereich dann gedacht, hey, lassen wir es einfach mal gut sein, ja. So wichtig ist jetzt dieser eine Boss nicht, ja, war ja kein Quest irgendwie da, dass man den irgendwie so und so oft hätte besiegen sollen oder. So. Ja. Da kommt er wieder. Zyklop, ja, sollte jeder kennen. Über den Kanit hat keiner was geschrieben in den Subtexten und aber hier Zyklopen kennen wir ja aus der griechischen Mythologie. Da war es ja so, dass war das sogar Odysseus? Ich glaube, es war Odysseus, der auf seiner Irrfahrt auf einer Insel landete, wo er Vorräte auffüllen wollte und da waren riesige Schafe oder zumindest waren da Schafsherden. Blöderweise wurden er und seine Männer dann halt von einem Zyklopen, dem halt diese Schafe gehörten, halt gefangen.
Und die haben dann dem Zyklop mit einem brennenden Baumstamm praktisch das Augenlicht genommen. Ich meine, war halt toll, dass es ein Zyklop war, weil wenn das jemand mit zwei Augen gewesen wäre, hätte das ja nicht so viel gebracht, dann hätte er ja immer noch das andere gehabt, um sie zu verfolgen und zu fressen, ja. Einfach Glück gehabt jetzt mal in der Geschichte. Und ja, so oder so ungefähr war das, wenn ich das mich richtig erinnere. Ja, das Hochfighten und Warten bis zum Epic Boss, habe ich schon oft genug gesagt, finde ich ein bisschen künstliches Herauszögern der Gesamtsituation, ja. Ich muss ja auch nicht erst nochmal 10 Kämpfe machen, bevor ich in die Arena kann oder bevor ich zum Gildenbattle kann und ja, weiß ich halt nicht, ob das jetzt wirklich so, ja, sinnvoll, weiß ich jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich glaube so in der Richtung. Weil es mich einfach stört, dass man hier halt so viel Vorlauf braucht, bis man da mal seine Energie verpulvert hat, ja. Weiß ich nicht, ob Qui das vielleicht auch mal anders da machen könnte. Ansonsten haben sie ja mit dem letzten tollen großen Patch haben sie ja einiges verbessert. Das möchte ich ja gar nicht in Frage stellen oder abstreiten. Der hat nur 4 Fußzehen, um mal drauf hinzudeuten, weisen. Ja, wann ich glaube ich zum Beispiel auch Zyklopen. Wurde das nicht so erklärt bei Percy Jackson, wenn ein Gott mit einer Nymphe was hat? Waren das Nymphen? Ich glaube schon. Weil ja Nymphen auch nur halbgöttlich sind, glaube ich. Oder zumindest nicht vollgöttlich. Und dass deswegen halt auch nur so halbgöttliche Wesenheiten dann rauskommen. Glaube, da war was. Naja. Okay, es dauert und dauert und dauert. Ja, was gibt's noch zu berichten? Ja, die Chancen auf eine Epic sind natürlich jetzt mittlerweile wesentlich gewachsen, insofern, dass es einfach verschiedene Epics mittlerweile zu fusionieren gibt, die es ja früher gar nicht so gab. Ich habe mir oft und lange Gedanken drüber gemacht, warum oder was Squee halt bezweckt, ja. Das Ganze ist ja ein Unternehmen, was Gewinn erwirtschaften muss, bla bla bla. Und ob es sinnvoll ist, dass praktisch diese Mega-Items, was halt früher die Epic-Rüstungen waren, dass die jetzt mittlerweile doch relativ viel im Umlauf sind. Und meine einzige Lösung, so gedanklich, beziehungsweise halt auch die Tatsache, dass halt die alten Epics, dass die mittlerweile schlechter sind als die 4-Sterne-Boss-Rüstungen, mein einziger Gedanke dazu war, dass sie es irgendwann mal so machen müssen, dass sie zum Beispiel zumindest mal die Epic-Rüstungen aufwerten. Dass es einfach halt pauschal heißt, die Blazeborn zum Beispiel, die Feuermono Epic, dass die jetzt mal 200 mehr auf Angriff und 200 mehr auf Verteidigung bekommt, damit sie erstmal wieder besser ist als die jetzigen Boss-Rüstungen oder dass zum Beispiel wirklich auch 6-Sterne-Rüstungen einführen. Dass es dann irgendwie dann nach Epic irgendwie göttlich oder sowas gibt. Darüber habe ich auch schon mal mich ausgelassen, dass man da vielleicht noch mal irgendwas macht. Ich weiß es halt nicht, ja. Im Augenblick ist es halt wirklich so, dass das Einzige, was wirklich noch was super Besonderes ist, sind eigentlich die Plusrüstungen bei den Epischen, ne? Weil die meistens noch das Ruder rumreißen und doch noch irgendwo was super Besonderes und super Seltenes sind, weil man es halt auch nicht fusionieren kann, weil man sie wirklich nur aus Truhen bekommen kann und so weiter und so fort. Dazu auch eine nette Geschichte, habe ich natürlich bei meinem Handy total Glück gehabt, dass ich, als ich die 8 Schlüssel eingelöst habe, gleich 2 epische Rüstungen bekommen habe. Das fand ich auch ziemlich nett mit der Belohnung von der
Norsen das Battle Gear, waren das praktisch in dieser Aktion dann drei epische Rüstungen. Das kann sich sehen lassen, ja. Dafür habe ich auf meinem Tablet überhaupt kein Glück gehabt. Da habe ich ja nur drei Schlüssel mir erwirtschaftet. Und habe es dann natürlich auch geschafft, beim Schlüsselziehen leider gar keine Epic zu bekommen. Aber gut, ist halt so. Muss man mit leben. Muss man durch. Ja, hier habe ich ja die Schlüssel auch noch nicht eingelöst. Auch wieder ein Videothema, was ich nachher dann hier machen möchte. Am besten noch vor dem Fusionieren, damit ich dann auch die Rüstung, die ich dafür brauche, mit in die Fusion mit reinnehmen kann. Aber, naja, gut. Die Northerner an sich ist jetzt kein wirklicher Grund gewesen, diese zweite Quest da unbedingt schaffen zu wollen. Ich habe mich jetzt im Nachhinein ein bisschen geärgert, dass ich trotz Urlaub da versucht habe, wenigstens hier auf dem PC noch so weit zu kommen. Das war jetzt nicht so, dass meine Familie da irgendwie drunter gelitten hat oder das. Aber es hat mich halt im Endeffekt wirklich Geld gekostet, also Diamanten gekostet, ja. Weil ich halt einfach ein paar Kämpfe nicht machen konnte, zeitlich gesehen. Weil man halt das Laptop natürlich auf dem Zimmer lässt, ja, und nicht überall mit hinschleppt. Schrägstrich natürlich auch dieser Internetzugang nur im Hotel funktioniert hat, ja. Und da war es halt dann auch so, dass man halt, selbst wenn man im Hotel unterwegs war, besser da mal mit dem Handy mal schnell dran gegangen ist und die Epic-Energie verblasen hat, als dass man halt schnell hoch ins Zimmer geht und da den PC hochfährt, dann den PC wieder anmeldet und oh. Ja. Hat mich jetzt so im Nachhinein ein bisschen geärgert. Kann aber ja Queen nichts dafür, deswegen gebe ich alleine mir die Schuld, dass ich meinen Urlaub falsch geplant habe. Scherz beiseite. Aber ja, hätte man vielleicht auch drauf verzichten können. Andererseits, die Neusen, das ist natürlich eine Epic-Rüstung, egal wie, was, wo. Epic ist Epic, das ist schon mal klasse Sache. Hat auch, glaube ich, beim Fusionieren eine größere Chance auf eine Epic-Rüstung. Kleine Erzählung noch aus dem Nähkästchen. Ich habe jetzt die Information bekommen, also erstmal die Anfrage gehabt, ob ich nicht eine von meinen Sternmetallrüstungen mal mit in eine Fusion packen kann, weil die Leute halt raus, also dieser jemand, der angefragt hat, dieser Zuschauer, wollte halt gerne wissen, was da rauskommen kann, weil er das jetzt gesehen hat und sich unsicher ist, ob er es machen soll. Und wenn ich doch eine über hätte, sollte ich das mal machen. Prinzipiell muss ich sagen, wenn ich eine über hätte, würde ich das auf jeden Fall machen. Ich habe im Augenblick noch die Red Kaleidoskop hier. Die war allerdings nicht in der Plus-Version, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Auf dem Handy habe ich sie, glaube ich, in der Plus. Und ich bin mir da auch noch unschlüssig. Eigentlich würde ich sie am liebsten behalten, weil es doch immer wieder gut ist, einfach eine Rüstung zu haben, die theoretisch gegen alles gut ist und keine Schwächen hat. Außer Sternenmetall. Aber wenn man jetzt wirklich überlegt, so eine Epic-Rüstung oder gar eine Epic-Plus-Rüstung, gerade auch von den neueren, die hauen halt auch diese Dinger weg. Ja. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Was ich eigentlich erzählen wollte, war, dass ich jetzt halt mitbekommen habe, dass jemand die fusioniert hat. Und es kam halt wohl nur die vier, also eine 4-Sterne-Rüstung raus. Hatte 4-Sterne-Rüstung mit 4-Sterne-Rüstung fusioniert, also einen davon Sternmetall. Bei jemand anderem ist tatsächlich eine Kommodo rausgekommen, also diese Epic-Mono-Erde. Und das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Die ist von den Werten her auch wesentlich besser als der Tectonic Mantle. Also von den Gesamtwerten her dann. Und hätte ich auch gerne. Ich fand schon den Tectonic Mantle eigentlich nicht schlecht. Zumindest zur damaligen Zeit, aber mittlerweile wird man damit halt auch ziemlich abserviert. Aber die Kommodo, die kann man, glaube ich, noch immer guten Gewissens anziehen und tragen. Da ist man schon mal mit oben dabei. So. Weil ich mich immer noch hier über meine Centurion Plus freue. Die hält auch massig aus und teilt gut Schaden aus. Das ist schon okay.
mal ganz kurz gucken, weil habe ich jetzt hier. Ich habe manchmal, dass ich praktisch den Epic Boss machen könnte und es wird mir nicht angezeigt. Deswegen gucke ich immer mal zwischen den einzelnen Fights hier in der kleineren Runde, ob ich vielleicht doch schon dahin kann. So. Ja, ansonsten muss ich hier halt jetzt echt mal gucken, dass ich die Forgestone AGs hochmache. Dann hier natürlich die Epic-Rüstung, dass ich die natürlich dann auch mal auf Maximum bringe. Die Mystic Epic. Der Name mir überhaupt nicht im Kopf ist. Ich habe echt gerade keine Ahnung, wie die heißt. Schon peinlich eigentlich. Eine epische Rüstung, die man sogar selber hat und angelegt hat. Keine Ahnung, wie sie heißt. Sehr merkwürdig. Hat natürlich beim letzten Boss war es eigentlich so, dass das natürlich sehr gut weitergeholfen hat mit der epischen da und der Blazeborn. Das war schon auch eine gute Sache. Weil die Blazeborn ja nicht im Maximum war. Dann hätte ich vielleicht sogar es geschafft, dass ich den Gegner auf 43 gebracht hätte, auf Level 43. So. Ja. Was gibt's noch Nettes zu erzählen, während wir hier am Fighten sind? Ich habe letztens schön viele Videos gucken können, also Freegam-Videos. Also schön viel, ist auch übertrieben, aber schon ein paar auf dem Handy. Und hatte da aber dann auch, dass das Video praktisch nicht von sich aus gestartet ist, sondern dass praktisch so ein Bildschirm war, ähnlich YouTube. Und man sollte halt in die Mitte klicken, dann geht's los. Habe das dann auch gemacht, habe auch schon meine Punkte bekommen, also meine Diamanten. Deswegen kein Problem. Aber fand ich interessant, ja, dass das... Weiß ich nicht, woran das liegt, ob es dann ein anderes Format ist und dass man es deswegen mit einem anderen Player angucken muss oder irgendwie merkwürdig. Und weiter geht's. So. Ja, ja. Ihr kennt das sicherlich selber. Es ist einfach relativ zermürbend. Da sehnt man sich fast die Zeit zurück, wo man wirklich nur bis Level 3, 4 noch alleine machen konnte und danach musste man schon einen Freund mitnehmen, damit man halt Chancen hat. Ja. Und das, wenn man sich das überlegt, was sich da alles verändert hat für einen. Ah, ich glaube, das war jetzt eins... Na, geht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war jetzt eins zu früh. Ich habe ja mal die These aufgestellt, dass man eventuell mehr und bessere Boni kriegt, wenn man mit einem Ewigschlag ab... also praktisch den Kampf beendet. Aber ich bin mir nicht wirklich sicher, ob das so ist. Und deswegen nehme ich jetzt die 2. Also den einen erstmal mit... Dings mit und also den, oh, schlag mich durch, den, der praktisch den 1,5-fachen Schaden macht, und meinen Hauptcharakter, da habe ich zwar mehr auf Angriff und mache mehr Schaden und kam jetzt die ganze Zeit nicht bis dahin, wo ich den kritischen Treffer ansetzen kann, den Epic-Schlag, aber dafür weiß ich halt, dass es einfach läuft und dass ich es zur Not auch durchlaufen lassen kann. Ist mir jetzt mittlerweile genug Gewohnheit geworden. Ich habe ja noch die 2 anderen Geräte, um die ich mich kümmere, wenn ich das dann morgens manchmal noch vor der Arbeit schnell mache, dass ich so ein bisschen Energie raushau. Dann ist es immer ganz wichtig, dass man da auf schnell arbeitet und nicht auf Schönheit oder hoffen, dass es vielleicht irgendwas bringt oder. Deswegen einfach dann klack. Auf Schnelldurchlauf gestellt hier bei den Einzelkämpfen und dann beim Endgegner halt gucken, hatte ich da genug dabei oder nicht. Da vertue ich mich natürlich auch manchmal zwischen den einzelnen Geräten.
Das ist dann auch ganz lustig, wenn ich mich dann nicht mehr daran erinnere, dass ich bei dem einen irgendwie schon zwei Freunde aus dem Pool mitnehmen musste und bei dem anderen reichen mir eigentlich zwei Leute insgesamt von meinen Leuten. Und dann verwechsel ich das und mach bei dem einen so, bei dem anderen so. Ist halt auch rausgeschmissene Energie, ja. So. Weiter geht's. Das müsste noch gehen. Das müsste noch locker gehen. Und los geht's. Die Axt sieht nett aus. Okay, eben habe ich ein bisschen gepennt. Könnte daran liegen, dass ich wieder mal voll müde bin, aber gut, das kennt ihr ja mittlerweile von mir. Das trotz Urlaub. So. Ich denke, mindestens einmal müsste noch gehen. Wenn nicht, gucken wir dann. Na komm. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich gerne Magic spiele. Ich habe vor, heute Abend mit einem Kumpel eine Runde zu spielen, um einfach jetzt mal auch aus dem Nähkästchen wieder zu plaudern, so ein bisschen hier anzugeben. Ah, wir haben nur noch zwei Energie. Dann hat sich doch die Folge sowieso jetzt langsam dann erledigt. Also nochmal Überblick, die Nemesis ist halt eine Feuerrüstung, sieht so aus, nett. Die Epic-Rüstung auch nett. Mittlerweile, finde ich, fangen halt die Rüstungen ganz oft an, sich zu ähneln einfach. Was es halt früher so jetzt nicht direkt gab, also ja, wie egal, möchte ich mich nicht drüber beschweren oder auslassen. Für mich sieht es so aus, als ob ich die Rüstung schon mal gesehen hätte. Aber gut, okay, gut, vielleicht nochmal zu Nemesis gesagt, ja, jetzt habe ich doch nicht alles vorher schon erzählt, weil ich da auch letztens einen Bekannten hatte, der gefragt hat, was ist denn mit der Nemesis, für was ist die denn gut und überhaupt, also die Nemesis-Rüstung bringt euch eigentlich nur was beim aktuellen Boss, wo man die auch bekommt, also jetzt hier in dem Fall zum Beispiel diese Nemesis-Rüstung, weil die Nemesis-Rüstung macht gegen den Boss dreifachen Schaden. Hört sich jetzt erstmal sehr super an, aber ihr müsst bedenken, ihr müsst die am besten hoch machen auf Maximum. Ich glaube, die ist wie eine 2-Sterne-Rüstung mit Maximum 50. Dann müsstet ihr die nach Möglichkeit halt auch noch anziehen. Am besten mit eurem Hauptcharakter. Weil, folgende Sache. Die hat zwar einen relativ hohen Schaden durch den dreifachen Schaden, aber der Verteidigungswert ist gegen so manche Epic oder gar Plus Epic oder vielleicht sogar War Epic, ist die Verteidigung mies. Das ist noch gut ausgedrückt. Dementsprechend werdet ihr halt trotzdem relativ viel Schaden bekommen. Ihr werdet viel Schaden machen, aber auch viel Schaden bekommen. Das kann im schlimmsten Fall so ausgehen, dass ihr zum Schluss nur ein oder zwei Schläge mit dieser Rüstung habt. Das sollte man halt vorher sagen. Ich denke, bis Level 43, bis Rang 43 hilft die sehr gut. Aber meiner Meinung nach, wenn ihr wirklich gut gelevelte Epics habt, wenn ihr da wirklich weit oben seid, wobei ihr dann auch das ganze Zeug wisst, was ich jetzt gerade erzähle, dann habt ihr die Epic, habt ihr die Nemesis nicht unbedingt nötig. Dann nehmt lieber eure riesen Epics und nehmt ein paar gute Freunde mit. Habt ihr eigentlich mehr davon. Gut, so. Das war jetzt noch der Rest vom Klugscheißen oder so. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit und viel Spaß mit dem Boss. Und denkt dran, also Mono-Rüstungen erhöhen die Chance auf Epics. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Mono-Mystik mit einer Mono-Feuer zusammensteckt, zum Beispiel auf eine Forge-Stone oder mit Erde, kann es zum Beispiel an Druidik werden. Und die Mono- Mystik-Epic-Rüstung kann, glaube ich, auch fusioniert werden. Also gut, wünsche ich euch viel Spaß und viel Glück. Tschüss, bis dann, euer Eid.